wir müssen das moderne Bayern schaffen, aber wir dürfen das Gesicht unseres Landes nicht zerstören. Wir müssen wachsam sein und wir müssen die Mittel in der Hand haben, notfalls rechtlich durchsetzen zu können. Wenn ihr so etwas beschließt, dann werden wir durch unsere eigene Verfassungsordnung dagegenhalten, dass dergleichen auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland nicht vollzogen werden darf. Quatsch! Der Wert unseres Landes, unser Land, Deutschland ist für uns wie Vater und Mutter. Aber der war immer dann gut und dadurch gekennzeichnet durch die vielen Zentralen. Und nicht, wo einer nur die Pickelhaube auf hatte. Und wenn die CSU nicht mehr da ist, dann gibt es gegen diesen verhängnisvollen Zentralismus-Trend niemand in Deutschland, der sich dagegen wehrt. Und wenn wir die CSU aufgeben, geben wir Bayern auf, meine Freunde. Ich habe jetzt heute keinen gescheiten Trachtenanzug an, aber dafür rede ich bayerisch. Ich glaube, das ist das schönste Land der Welt und wir müssen es verteidigen. Bayern zuerst, reden über das eigene Land, ein unglaublich tolles Format, was wahnsinnig viele Menschen in ganz Bayern anzieht, bei Wilfried Scharnagel und Peter Gauweiler, Vertreter einer politischen Idee sind, die Bayern ganz nach vorne stellt und die sagt, reden wir gar nicht drum rum, wir sagen klar, wie es ist, Politik ungeschminkt, so muss es sein und das fasziniert die Menschen, die Besucher, die hierher kommen.